Herzlich willkommen allerseits zu unserer ersten Pressekonferenz des zweiten Trainingslagers hier in Herzogenaurach. Sorry für die minimale Verspätung. Wir haben heute da die Sarah Werpels und Tabea Wassmann. Auch schön, dass ihr mich begleitet habt hier. Erste Frage an dich, meine liebe Sarah. Nach einer Viertelstunde müssen ja leider die Journalisten immer das Stadion verlassen und du hast jetzt die einmalige Gelegenheit, mal zu erzählen, was ist denn nach dieser Viertelstunde passiert? Also, was sind so gerade die Inhalte? Ja, wie gesagt, in der ersten Viertelstunde wart ihr alle noch dabei, da haben wir uns aufgewärmt, dann ging es in eine kleine Spielform rein und von dort aus haben wir dann in zwei Gruppen trainiert. Eine hat am Kettenverhalten gearbeitet und die andere Gruppe so ein bisschen Spiel im Angriffsdrittel mit verschiedenen Formen. Und das Training haben wir dann abgeschlossen, auch nochmal mit einem großen Spiel auf mehreren Toren, wo es dann so ein bisschen um Spielverlagerung auch ging. Und ganz am Ende hatten wir dann noch 10 Minuten zur freien Verfügung. Da konnte man dann individuell noch machen, worauf man Lust hatte. Ich habe dann noch ein bisschen am Torabschluss gearbeitet. Und ja, genau, das war unsere heutige Einheit. Hat sehr Spaß gemacht. Die Tabi hat da ganz genau zugehört, denn alles konntest du noch nicht mitmachen. Du bist noch ein bisschen angeschlagen, es geht von Tag zu Tag besser. Vielleicht kannst du uns dann ein kurzes Update geben. Genau, ja, es wird von Tag zu Tag besser. Ich konnte heute auch schon viel am Ball machen, dann auch bis in die 90-100% in den Sprints gehen. Das heißt, es geht jeden Tag ein Stück besser. Das heißt, ich bin sehr optimistisch, dass ich dann bald auch wieder im vollen Mannschaftstraining bin. Vielen Dank. Dann gerne eure Fragen. Digital oder aus dem Raum? Gunnar Meggers vom Kicker. Frage an Tabea. Hallo erstmal. Frage an Tabea. Kannst du nochmal genau sagen, was du für Probleme hast? Letztes Problem? Ich habe jetzt die muskuläre Probleme in der Wade. Die haben wir jetzt gut behandelt und ja, bin wie gesagt jetzt schon fast wieder vor dem Mannschaftsleben. Jana Lange, SID. Ja, hallo zusammen. Ich habe eine Frage an beide. Womöglich kann Sarah das ein bisschen besser beantworten, weil sie Teil des Mannschaftsrats ist. In den letzten Tagen ist immer wieder bei anderen europäischen Verbänden das Thema Equal Pay aufgekommen, dass da Schritte nach vorne gegangen wurden. Vielleicht kannst du oder könnt ihr mal aus eurer Sicht sagen, inwiefern euch das beschäftigt, inwiefern ihr das auch wahrnehmt und ob ihr darüber sprecht und ob das eventuell auch nochmal Anreiz sein könnte, die eigenen Gespräche mit dem Verband etwas in Angriff zu nehmen. Wir haben das natürlich wahrgenommen und gesehen, was da auch in anderen Verbänden passiert ist und ich muss sagen, dass das natürlich tolle Zeichen sind, dass man merkt, dass Bewegung drin ist, dass sich der Frauenfußball stetig weiterentwickelt. Insgesamt muss man aber auch diese ganzen Modelle etwas differenziert sehen, weil die verschiedenen Nationen das auch unterschiedlich handhaben. Ich glaube, ich kann dafür uns sprechen, dass wir mit unserer Prämie zufrieden sind. Man kann auch sagen, dass es eine deutliche Steigerung zu der Prämie vor 4 Jahren ist. Deswegen finde ich, sind wir da auf einem guten Weg und das zeigt dann auch die Entwicklung im Frauenfußball. Und das erstmal dazu. Tabi stimmt wahrscheinlich zu. Ja, auf jeden Fall. Also so wie Sarah schon gesagt hat, man merkt einfach eine Tendenz. Man merkt, dass der Frauenfußball mehr in den Fokus rückt, was ja primär für uns alle ein super Zeichen ist. Und ich meine, der DFB hat auch schon einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ich glaube, dass wir auch hoffen können, dass es noch weitergeht und dass man auch schaut, dass man eben die Liga stärkt, weil das eben das Grundkonzept ist. Und wenn man da anfängt, dann wird die Liga attraktiver, es wird für alle einfacher und davon kann ja auch nur der DFB profitieren und ich hoffe, dass es eben in nächster Zeit dann genauso weiter in die richtige Richtung geht. Ja, und insgesamt stehen ja auch wir da ein bisschen in der Verantwortung. Wir wollen ein gutes Turnier spielen, wollen die Menschen mitnehmen, wollen die Menschen begeistern und erhoffen uns dann natürlich dann auch nochmal einen Schub und ein Wachstum. Martina Knief, ARD Hörfunk. Danke, Annette. Ich hätte an beide 2 Fragen. Ich würde gerne mal mit meinen 2 mit Sarah anfangen. Hallo. Sarah, könntest du mal so ein bisschen aus französischer Sicht erzählen, wie die Französinnen sich vorbereiten, was die erwarten von sich und was die vielleicht auch von der deutschen Nationalmannschaft erwarten? Könnten wir etwas mehr an die Mikros gehen? Das ist so hallig sonst. Danke. Natürlich. Den Hall haben wir extra drunter gelegt. Das fanden wir jetzt cool, oder?
gedacht, wir reden laut genug. Ja, ich kann ein bisschen erzählen, aber allzu sehr weiß ich jetzt auch nicht, was da los ist. Die bereiten sich ja immer in Clairefontaine vor, in dem Center von der Nationalmannschaft und haben, glaube ich, etwas früher ihre Vorbereitung gestartet als wir und haben das dann auch so gestaltet. Ich glaube, eine Woche waren sie zusammen, dann auch einen kurzen Break drin gehabt und jetzt sind sie auch derzeit wieder zusammen und ja, die zählen sich schon auch zum engeren Favoritenkreis. Das können wir ja auch sagen, dass die Französinnen da auf jeden Fall dazu zählen und ja, mehr kann ich da jetzt auch nicht sagen. Ich bin da jetzt nicht so im genauen Austausch, was sie genau treiben. Und was halten die von der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft? Ja, die haben sehr viel Respekt vor uns. Die sagen auch immer, wir deutschen Maschinen. Also die respektieren die deutsche Nationalmannschaft und uns deutsche Fußballerinnen schon sehr. Das ist auffällig. Annette, darf ich noch an Tabea was fragen oder soll ich mich nochmal an euch melden? Nein, du hast das einmal hingekriegt mit der digitalen Hand. Danke, dass du mir das kein zweites Mal zutraust. mein Haussender ist der Hessische Rundfunk. Ich würde gerne zwei biografische Fragen loswerden, wenn ich darf. Zum einen bist du ja in Gießen geboren. Ich wollte mal fragen, was da noch so, wie viel Gießen noch in dir steckt, ob du da noch Verbindungen nach Hessen hast. Und das Zweite würde ich gerne mal ein bisschen fragen, was deine Ausbildung betrifft. Wenn ich das richtig weiß, korrigiere mich bitte, wenn ich mir das falsch gemerkt habe, dass du gerade dabei bist, deine Doktorarbeit zu schreiben. Wenn du da vielleicht mal ein bisschen, was du erzählen magst, erzählst. Dankeschön. Ja, also meine Großeltern wohnen alle noch in Gießen. Meine Eltern sind auch in Gießen aufgewachsen. Das heißt, da ist schon auf jeden Fall noch Bezug da. Da sind wir auch immer Weihnachten und ja zu Besuch. Genau, aber aufgewachsen bin ich dann letztendlich in Karlsruhe. Es war ein bisschen ein... Ja, ich bin ein bisschen zu früh gekommen, deswegen waren meine Eltern gerade auf Durchreise. Genau, ja. Das dazu und ja, genau, ich promoviere gerade so ein bisschen im neuropsychologischen Bereich. Es geht darum, dass man ein Training für Patienten nach Schlaganfall oder generell neurologische Patienten entwickelt, dass die da auch profitieren können und ja, es macht mir Spaß. Ich merke, dass es mir total gut tut, eben neben dem Fußball noch was für den Kopf zu machen und ja. Deswegen bin ich gerade sehr glücklich mit der Gesamtsituation. Danke. Gerne. Frank Hellmann, Frankfurter Rundschau und viele andere. Ja, also ich bin von Frankfurt nach Herzogenaurach. Auch eine Frage an beide. Ich hatte jetzt dann das Vergnügen mit Nadine Kessler mal länger zu sprechen, die der Abteilungsleiterin der UEFA ist. Ich soll übrigens auch alle Ausdruck begrüßen, die Sie noch gut kennen. Sie hat mir gestern auch nochmal verraten, genauer ist nochmal zu den Zuschauerzahlen. Es sind 460.000 Tickets verkauft in England und auch für die deutschen Spiele wohl wirklich große oder einfach gute Zahlen schon, die sich da ankündigen. Jetzt seid ihr derzeit in Herzogenaurach, ich will nicht sagen, in der Provinz, aber so in der Idylle, es ist auf dem Trainingsplatz ruhig. Dann habt ihr jetzt das Spiel am Freitag gegen Erfurt. Wie kann man denn den Schalter umlegen oder wie kann man sich darauf vorbereiten oder wie seht ihr das, dass es ja ein völlig anderer Rahmen wird, der ihr ja auch im Alltag jetzt habt ihr aus der Frauen-Bundesliga kennt oder Sarah, du hast ja auch einige Spiele in Frankreich, die vor nicht so großen Zuschauerzahlen stattfinden. Was kann man da machen oder seid ihr psychologisch schon darauf eingestellt? Vielleicht könntet ihr dazu ein bisschen was sagen. Ich glaube, dass wir viele Spielerinnen haben, die das ja doch auch schon erfahren und erlebt haben, vor vielen Zuschauern zu spielen. Zurückblickend auch auf das Turnier in England, da hatten wir auch ja viele von den jungen Spielern dabei, die dann auch ja schon die Erfahrungen vor einer größeren Kulisse sammeln konnten. Und insgesamt denke ich, ja, dass wir jetzt auch in der letzten Champions-League-Saison viele Spiele vor großem Publikum gemacht haben. Es waren Rekordkulissen, die aufgestellt wurden, sei es in Wolfsburg, in München, bei uns in Paris, in Barcelona. Von dem her ist es das Schönste, was es gibt, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Sowas beflügelt uns, sowas motiviert uns. Und ja, jetzt sind wir in der Vorbereitung hier in Herzogenaurach und ich muss sagen, dass es schön ist, wenn man ja einfach sich idyllisch und in der Ruhe vorbereiten kann und dann kommen wir nach England und wir wissen, dass uns ja ein großes Publikum erwarten wird, was uns aber motiviert und anspornt. Ich kann nur sagen, dass die Vorfreude bei uns allen riesengroß ist und das ist ja auch was, was wir uns Spielerinnen wünschen, dass wir vor so vielen Zuschauern spielen dürfen, vor vielen Fans, vor einem tollen Publikum, vor einer ja, großartigen Atmosphäre. Deswegen Vorfreude und Motivation.
Ja, ich glaube, Sarah hat dazu alles schon gesagt. Es ist auf jeden Fall eine riesen Vorfreude da. Ich glaube, auch gerade nach Corona, wo einfach die Möglichkeit nicht da war, vor Zuschauern zu spielen, das jetzt wieder zu haben, ist mega cool. Und ja, so wie es eben schon in der Champions League war, teilweise vor so vielen Zuschauern zu spielen, es macht einfach unfassbar viel Spaß. Und ich glaube, deswegen können wir uns super darauf freuen. Und ja, auch das ist wieder ein tolles Zeichen in die richtige Richtung für den Frauenfußball. Mona Megas? Ja, Sarah, du hast eben gesagt, ihr wollt eine gute WM spielen. Wann ist die WM für euch denn eine gute WM? EM, Entschuldigung. Ja, wie gesagt, die Vorfreude ist sehr groß auf das Turnier und wir zählen uns auf jeden Fall zu dem Favoritenkreis dazu. Wir fahren zur WM und unser Traum ist natürlich auch, um den Titel zu spielen, den Titel zu gewinnen. Wissen aber natürlich, dass dort auch andere Mannschaften sind, die den gleichen Traum, den gleichen Wunsch haben. Deswegen ja, blicken wir jetzt erstmal in die Vorrunde auf das Spiel gegen Dänemark, weil wir auch wirklich eine starke Gruppe haben. Konzentrieren uns darauf und wir schauen von Spiel zu Spiel und ja, wollen jedes Spiel gewinnen. Max Jakob Ost vom Rasenfunk. Hallo, ich habe eine Frage an Frau Däblitz. Sie haben gerade gesagt, die Französinnen bezeichnen die deutschen Spielerinnen als Maschinen. Jetzt habe ich von Ihnen erst jüngst ein Zitat gelesen, dass Sie gesagt haben, in Frankreich hätten Sie sich eine größere Präsenz und bessere Physis angeeignet. Wie ist denn der körperliche Unterschied in der Körperlichkeit zwischen dem französischen Fußball und dem deutschen Fußball? Und was glauben Sie, welche Rolle wird das auch bei dieser EM spielen? Ja, ich habe mir in den letzten Jahren, glaube ich, eine ja, bessere Präsenz und Physis erarbeiten können. Ich glaube, das lag auch ein bisschen daran, dass ich viel im Kraftraum war aufgrund meiner Reha-Phase. Also ich glaube, das hat auch einfach dazugehört. Und insgesamt ist es ja trotzdem auch ja, ein Entwicklungsschub, den man durchläuft von Anfang 20, Mitte 20 zu eben jetzt 27. Das sind dann einfach Entwicklungsphasen, die man da durchgeht. Und es ist natürlich klar, dass wenn man ein Turnier spielt auf internationalem Level, dass es da zur Sache geht, dass man körperlich robust sein muss. Aber da sind wir ja, gewappnet. Wir wissen, worauf es ankommt, dann auch im Spiel. Und ja, bin mir sicher, dass wir da bestens vorbereitet sein werden in allen Bereichen, ob es jetzt physisch ist, taktisch, technisch. Ja, werden wir unser Bestes geben, um ja auf den Punkt dann bereit zu sein. Jana Lange. Ja, ich würde gerne schon mal vorausschauen auf die Generalprobe übermorgen. Vielleicht könnt ihr schon mal sagen, was ihr euch darauf einstellt, was ihr erwartet. Sowohl von Erfurt, aber auch vom Gegner. Ja, also ich glaube, dass die Schweiz auf jeden Fall ein super Härtetest ist. Sie verfügen über eine super, also eine gute Mannschaft, die auch viele Spielerinnen in der Bundesliga haben oder auch international. Das heißt, ich glaube, dass wir da einen sehr guten Test haben. Und ich glaube, wir freuen uns drauf, nochmal auch jetzt in Deutschland zu spielen. Hoffen natürlich, dass einige Zuschauer kommen. Und ja, wollen dann natürlich unser Bestmögliches auf dem Platz zeigen, das, was wir eben jetzt auch schon trainiert haben, und dann das Spiel natürlich auch gewinnen. Martina Klee? Danke, Annette, das habe ich nur gemacht, damit du siehst, dass ich das noch ein zweites kann. Hätte an beide eine ähnliche Frage, vielleicht fange ich mit Tabea an. Es ist ja das erste große Turnier für dich. An Lebensjahren bist du ja nicht mehr die Jüngste, bei weitem nicht. Aber wie geht es dir? Martina, man kann den Ton auch abschalten von unserer Seite. Es war nicht sehr charmant, aber mach weiter. Aber es hat der Wahrheit erklärt. Annette, wir können mal verraten, wie unser Alter nicht. Nein. Also dann fange ich nochmal von vorne an. Tabea ist ja dein erstes großes Turnier, hast ja schon Erfahrung auch in den Vereinen gemacht, aber eben noch nicht so viele in der Nationalmannschaft auf dem Niveau. Was bedeutet das für dich und wie gehst du so in das Turnier ran mit den Erwartungen? Allgemein haben wir jetzt gehört, aber so persönlicher Natur. Ja, erstmal ist man natürlich stolz, dass man überhaupt zu dem Kader gehört, der mit nach England fahren darf. Und dann ist einfach eine riesen Vorfreude da, einfach alles zu erleben, alles aufzusaugen, die Atmosphäre, die Stimmung, ja, und das einfach zu genießen, Spaß zu haben, Fußball zu spielen auf so einem Niveau, und ja, da freue ich mich einfach drauf. Und ich
ich glaube, dass da auch nochmal viele neue Eindrücke und Erfahrungen dazukommen und da kann man nur von profitieren und einfach, ja, wie schon gesagt, stolz sein, dass man Deutschland in dem Turnier vertreten darf. Dann frage ich Sarah, ähnlich Sarah, du bist jetzt eine der Erfahrenen. Wir lassen jetzt das Alter einfach mal außen vor. Hast du den größten Erfolg mitgemacht, die Olympischen Spiele, den Olympiasieg? Ist das jetzt für dich die Rolle, Canetto hast du jetzt eben schon angesprochen, die du durchgemacht hast, so als mit Alexandra Popp als erfahrenste Feldspielerin in das Turnier zu gehen und die Mannschaft auch ein bisschen zu führen? Ja, wie Sie gesagt haben, ich durfte schon viele Turniere erleben und einige Länderspiele sammeln, aber auch für mich ist es immer wieder was Besonderes und es macht mich stolz, für die Nationalmannschaft jetzt eine Europameisterschaft spielen zu dürfen und ja, bin mir meiner Rolle da bewusst und versuche natürlich auch mit meiner Turniererfahrung auch ja, den Jungen weiterzuhelfen, die Jungen mitzuziehen. Finde aber, dass wir einfach ja eine tolle Atmosphäre haben und eine tolle Mischung in der Mannschaft zwischen den Erfahrenen und ja den jungen Unbekümmerten, sage ich mal. Von dem her freue ich mich riesig auf die EM und auf alle Momente, die wir dort als Mannschaft gemeinsam erleben werden. Noah Platschko, T-Online. Ja, hallo. Ich hätte eine Frage an die Sarah Derblitz. Das Thema Frankreich wurde ja schon ein paar Mal thematisiert. Ich würde dich gerne noch mal fragen, was den Sturm angeht. Bei Paris Saint-Germain sind ja auch drei Spielerinnen dabei, die auch jetzt bei der Europameisterschaft mit dem Kader der französischen Nationalmannschaft stehen. Ja, auf was müssen sich denn die gegnerischen Verteidiger da einstellen bei dem Turnier? Und noch eine persönliche Frage an dich. Du hast dich ja dazu entschlossen, innerhalb Frankreichs noch mal zu wechseln. Warum hast du diese Entscheidung getroffen? Ja, dann erstmal zu der ersten Frage, zu dem Stürmer-Trio. Wer im Endeffekt dann dort spielt, das weiß ich nicht. Ich kann jetzt von den drei sprechen, mit denen ich auch in der Mannschaft gespielt habe. Die bringen eine unglaubliche ja, Schnelligkeit mit, Dynamik und ja, Durchsetzungskraft. Sind natürlich ja, individuell auch super besetzt da vorne. Genau. Und dann zu der zweiten Frage. Ich wollte einfach nochmal eine neue sportliche Herausforderung und habe mich dann ja, für den französischen Meister und Champions League-Sieger Lyon entschieden, weil ich mir einfach nochmal eine neue Herausforderung suchen wollte, mich da nochmal neu durchsetzen, man kommt in ein neues Team, muss sich daran auch erstmal wieder etablieren und das sind dann alles ja, Dinge, die einen nochmal weiterbringen, nochmal aus der Komfortzone raus wollte ich und ja, wollte da einfach jetzt den nächsten Schritt gehen und hoffentlich dann in den nächsten Jahren auch noch ja, einige Titel sammeln. Frank Herrmann? Ja, also Frank vielleicht noch an Tabea. Ihr habt ja schon gesagt, Training ist immer nur eine Viertelstunde öffentlich. Könnt ihr Spieler so nach dem Trainingslager eigentlich schon so raussehen, wer dann bei der EM oder vielleicht jetzt auch für ein Spiel in die Schweiz gesetzt ist oder nicht? Also sind die Konturen klar und würdest du denn derzeit sagen, bist du Stammspielerin oder eher Ersatzspielerin? Naja, gerade habe ich ja jetzt nicht mittrainiert, deswegen ist es schwierig da ja, auf dem Platz da zu stehen, aber letztendlich sind auf jeden Fall Tendenzen zu sehen. Die Mannschaft muss sich einspielen, man muss in die Abläufe kommen, in die Routinen. Ich meine, alle kommen von verschiedenen Vereinen und da muss man sich eben bestmöglich kennenlernen. Und da steht eben nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung und da ist eben wichtig, dass sich dann die vermeintliche Elf oder wer es auch immer dann sein wird, einspielt. Aber genauso wichtig ist es eben, dass da alle mitgenommen werden, dass alle Abläufe, Prinzipien, alles mitbekommen, weil letztendlich muss jeder performen. Da kommt es nicht nur darauf an, wer die erste Elf ist, sondern da müssen eben die reinkommen, müssen das genauso 100% verinnerlicht haben und auf den Platz bringen. Und das ist eben das Wichtigste und die Hauptsache, dass wir da immer auch nachlegen können und ja, dass wir da alle 100% dabei sind. Bruno Meggers? Ja, Sarah, du warst ja schon mal Europameisterin. Welche Erinnerungen hast du denn an das Turnier von damals? viele Erinnerungen. Ich glaube, mit Annette haben wir auch letztens beim Frühstückstisch mal ein bisschen über das Turnier gesprochen. Ich glaube, jedes Turnier, das man spielt, steht so für so ein paar besondere Momente, spezielle Gefühle, Emotionen, die man erlebt. Und ja, das Turnier 2013, glaube ich, hat sich auch davon ausgezeichnet, dass wir einen ja, hervorragenden Teamgeist hatten. Vielleicht auch ja, gar nicht so mit uns gerechnet wurde, weil viele erfahrene Akteurinnen im Vorfeld ausgefallen sind.
Deswegen ja ausschließlich positive Gefühle, weil wir ja dann auch Europameister geworden sind. Mit einer ganz jungen Sarah Derbrück. 18. 18. Kleines Küken. Annabel Marker von FFH. Ja, hallo. Ich habe eine Frage an die Tabea als Hessin. Und zwar, was sind denn deine persönlichen Ambitionen für diese EM? Ja, so wie ich schon gesagt habe, einfach Spaß haben, alles aufsaugen, versuchen der Mannschaft so gut wie möglich mit meinen Qualitäten zu helfen und dann ja einfach genießen, dass man da dabei sein darf und ja einfach alles auf den Platz bringen und dann mit der Mannschaft zusammen das Bestmögliche rauszuholen. Gunnar, willst du noch eine Frage stellen? Oder ist das die Martina Knief Gedächtnishand? Genau die ist es. Okay. Martina, möchtest du noch eine Frage stellen? Das war ein Spaß. Gut. Ich glaube, dann haben wir ganz, ganz viele Fragen beantwortet. Hatten auch ein bisschen Spaß dabei. Hat auch mit euch zu tun, muss ich leider jetzt so anmerken. Sag Dankeschön an alle, die dabei waren. Auch übrigens hier im Raum, denn wir haben seit gestern unsere Partner hier mit dabei. Begehen die Partnertage, da gab es gestern Abend auch einen Austausch mit der Mannschaft. Das ist ganz toll, dass ihr uns hier begleitet und dabei seid und jetzt auch mal eine ganz launige PK miterlebt habt. Morgen sitzt hier die Bundestrainerin, mal schauen, ob das genauso launig wird, mit einer noch zu bestimmenden Spielerin. Vielen Dank und übrigens sind auch ein paar DFB-Mitarbeiterinnen auch innen auch dabei. Also hallo, danke, dass ihr da wart und ihr auch. Ihr auch. Wir sehen uns. Tschüss. Thank you.